glaube, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss erst die Treppen platzieren, damit ich mir sicher sein kann, dass das funktioniert. Jetzt schaue ich mal schnell. Jetzt gehe ich mal zum Verwaltungsgebäude und frage mal, wie lange das dauert, wenn wir was abreißen. Ich weiß es ja nicht mal. Vielleicht geht ja Abreißen schneller als Bauen. Oh, die schöne Treppe. Oh, was macht ihr hier? Konzert oder wie? Yeah! Glücke mitsingen, aber das geht nicht. Ich habe meine Ocarina nicht dabei, sonst könnte ich mitspielen. Schon vorbei? Nee. Leider ist die Musik vom Spiel so laut. Ich singe übrigens das Lied, das ich hier im Radio laufen lasse. Und da haben sie es wahrscheinlich. Deswegen haben die wahrscheinlich den Ohrwurm. Da würde ich echt gerne die Spielmusik ausmachen. Okay, ich muss leider los. Gut gemacht. Applaus! Okay. Ach, schön. So, wo war ich stehen geblieben? Vor lauter Singen habe ich total vergessen, was ich wollte. Ah ja, ich wollte in die Verwaltungszentrale gehen. Okay. 200.000 Sternis hat die Treppe fast gekostet. Und jetzt reiße ich sie wieder ab. Aber es hilft dir nichts. Infrastruktur. Position ändern. Oh, kann ich auch die Position von Brücken und Treppen ändern? Wohnhausladen, Museum. Ach nee, schade. Aber ich könnte die Position des Museums schon verändern. Ui, das Museum. Das ließe sich einrichten für 50.000 Sternis. Ich glaube, der weiß ganz genau, wie viel Geld ich in der Tasche habe und will einfach alles. Weißt du was? Das machen wir jetzt. Bitteschön, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich will rasch den guten Eugen fragen, ob ihm die Sache zusagt. Nur einen Augenblick, bitte. Eugen, mein Bester, sagt dir der Umzugsvorschlag von Sepoloni zu? Aber jederzeit. In besseren Händen könnte man die Standortwahl für unser Haus der Kultur kaum legen. Das stimmt. Das wird das Zentrum unserer Insel, Eugen. Das ist... Musst dir keine Sorgen machen, das wird großartig. Vortrefflich. Dann ist ja alles klar. Dann kümmern Sepoloni und ich uns um den Rest. Ja, ja. Oh yeah. So, Sepoloni, der Plan steht. Dann lass uns nun rasch noch die Bezahlung erledigen. Ach, als nächstes müsstest du nun einen neuen Standort finden. Dabei hilft dir eine Kleinigkeit von mir. Und zwar ein Museumsumzugskit. Habe ich dir soeben in die Tasche gezaubert. Clever, oder? Damit marschierst du einfach zu dem neuen Standort, dann einmal einsetzen und voilà. So, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir das wirklich sehr exakt genau da positionieren, wo wir es haben wollen. Genau in der Mitte da oben. Ihr seid immer noch am Singen. Cool, die sind cool. Ah, wartet mal, da stimmt was. Mein Plan. Weil das Museum ist ja 7 breit. Und bei mir geht das jetzt, ist das jetzt symmetrisch alles. Es kann nichts symmetrisch sein, wenn die Mitte 7 ist. Also.
Wenn das, also die Mitte kann nicht 2 breit sein. Die Mitte muss, wenn dann 3 breit sein. Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Verdammt nochmal. Jetzt schaue ich mal das Museumsumzugskit. Ich schau mal kurz. Ah ja, okay. Mal sehen. Der Eingang ist aber schon 2 breit. Ich glaube, das Museum ist nicht 7 breit. Ich habe mich wahrscheinlich vertan. Wahrscheinlich ist es 8 breit, oder? Aber da, wo der gegraben wurde, wäre mein Plan nach noch Treppe. Was in Ordnung. Wenn der... Vielleicht mache ich doch alles ganz anders, wie ich dachte. Es wäre einfach gut, wenn ich jetzt einfach mal das Museum hier platziere, damit ich ums Museum rum dann planen und gestalten kann. Das würde mir helfen. Und selbst wenn es jetzt nicht mittig ist, kann ich es ja schnell noch machen. Kann ich ja anpassen. Okay, wir nehmen das. Okay. Leider dauert es jetzt eben, bis das gebaut ist. Aber dann würde ich hier vielleicht kein Gewässer machen, sondern dann würde ich doch eine vierfache Treppe in der Mitte machen und links und rechts davon Gewässer mit Wasserfällen. Wie breit ist es denn jetzt? Holen wir mal unsere Schaufel raus und messen das mal genau aus jetzt. Eins? Nee, genau, das will ich nicht. Eins. Zwei. Drei? Nee, nicht drei. Er will hier nicht graben. Eins. Könnte denn aber schon 7 sein, oder? Nee. Oder doch? Weiß nicht. 3. Doch, genau, es sind 7. Es ist 7. Wie kann die Mitte von 7 2 sein? Das geht doch gar nicht. Aber es sah so symmetrisch aus und der Eingang sah so nach 2 Feldern aus. Ich muss mir das Museum jetzt nochmal genauer anschauen. Und die Treppe muss auf jeden Fall weg, auch wenn die teuer war. Das hilft leider nichts. Ich gehe gleich nochmal zur Verwaltung und werde mich beschweren. Ah ja, hier habe ich ja einen Weg davor gemacht. Der Weg, den ich davor gemacht habe, ist 4 Felder breit, wenn mich nicht alles täuscht. Aber dann wären es doch 8. Nee, dann ist der Weg davor, das sind 3 Felder. Ja genau, 3 Felder davor. Aber ich könnte theoretisch schon wahrscheinlich einfach 2 Treppen nebeneinander stellen, sodass dann halt... Naja, geht das wirklich? Nee, das geht eben nicht. Oder? Nee. Ich bin schon ziemlich müde. Oh Gott. Ich bin schon ein bisschen matschig in der Birne. Heute war ein langer Tag für mich. Aber wenn ich einen Streifen zwischen den beiden Treppen freilassen würde, das wird gehen. Ein mit Blumen bepflanzter. Oder ich mach... Ah, ich weiß es noch nicht. Ich könnte auch was noch breiteres machen und dann eine Statue oder ein T-Rex-Skelett oder sowas aufstellen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich hole mal ein T-Rex-Skelett. Ich habe zwar, glaube ich, kein vollständiges, aber ein bisschen was habe ich. Ein paar T-Rex-Skelett-Teile habe ich gelagert. Können wir zumindest mal schauen, wie groß das ist insgesamt. Quatsch, hier muss ich rein. Ist das bei Möbel? Nee. Bei Krimskrams? Wo ist es denn dann? Bei Sonstiges? Ja, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Akylo. Diplodokus. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Mammut. Dachte, ich habe T-Rex-Teile. Ah ja, ich habe einen T-Rex-Schädel und einen T-Rex-Torso. War kein Schwanz. Aber da klebe ich jetzt einfach mal den...
den falschen Parasaurolophus-Schwanz ran. Mal schauen, vielleicht merkt es keiner. Der ist so weit hinten und so, wenn der Richtung Kamera guckt, der T-Rex. Kein Problem. Und dann kommen die Treppen links und rechts vom T-Rex-Skelett. Das könnte cool aussehen. Schauen wir mal. Und dann links und rechts neben dem Museum noch zwei Mammuts oder sowas in der Art. Oder ganz was anderes. Ich weiß es noch nicht. Ist nur mal, na so, Konzept. Oh, das müsste schon. Ich glaube, da müsste ich noch sehr viel mehr da oben Fläche schaffen, wenn ich das machen will. Oh Gott, Leute, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das wird cool. Wirklich. Aber, boah, bin ich eigentlich bekloppt oder so, dass ich mir das antue. Aber für was? Jetzt habe ich das Spiel schon gekauft, jetzt spiele ich es auch. Jetzt spiele ich the shit out of this game. Verdammt doch mal. Also ich brauche hier viel, viel, viel mehr Fläche, wenn ich hier einen T-Rex platzieren will. Ups. Aber sowas von viel mehr Fläche. Das ist 4 auf 4 quasi. Die Dinger. Und zum Eingang muss man auch noch kommen. Aber da haben wir wieder ein Problem mit der Symmetrie. Das geht überhaupt nicht. Das Museum, das nervt mich, dass das Museum... Moment mal. Ich verstehe das nicht. Ah, kann ich das auch auf halbe... Kann ich das auch auf halbe Felder schieben quasi? Es sieht so aus. Dann geht's. Komm mal mit, ich will mal sehen, wie du aussiehst mit dem falschen Schweif dran geklebt. Von der Seite. Nur mal so zum Spaß. Ob sich das ausgeht. T-Rex-Torso. Nee. Ich glaube, das geht sich nicht aus. Ach so, warte mal. Ich glaube, dass beim T-Rex... Ist das wirklich ein T-Rex-Torso? Das sieht komisch aus. Nee, das ist ein Triceratops-Torso. Oh Gott, ich habe einen totalen, ein hybriden Monster habe ich hier mitgenommen. Aber zum Vermessen reicht's. Aber die Übergänge werden hier nicht mal passen. Interessant. Ein interessanter T-Rex. Hat einen dicken Hintern auf jeden Fall bekommen. Fast. Fast perfekt. Moment mal. Tada! Ich finde ihn toll. Bester T-Rex ever. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist wunderschön. Vor allem die Hinterbeine sind interessant. Cool. Cool. Du hast auch wieder einen Wahnsinns-Output an Videos zurzeit. Keine Ahnung, wie du das schaffst. Einfach mega krass. Es ist wirklich krass. Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe. Oh, schnell! Was wünschen? Sternschnuppen am Himmel! Gut. Ich habe jetzt wegen Resident Evil wirklich super viel Special-Videos gemacht und versuche jetzt auch, dass übers Wochenende jeden Tag ein Special kommt. Ich werde das auch nicht lange aufrechterhalten können, aber jetzt zumindest die Woche würde ich das echt gerne noch durchziehen. Einschließlich Wochenende. Aber das ist schon echt anstrengend. Ich sitze halt jetzt wirklich jeden Tag viele, viele, viele Überstunden hier in meinem Büro. Okay, auf jeden Fall finde ich unsere Kreation hier echt toll. Und ich weiß jetzt, dass die, ich glaube zumindest, jeweils zwei Felder groß sind, diese Dinger. Also jeweils 2 auf 2. Genau. Sieht so aus. Okay. Jeweils 2 auf 2. Also wenn ich unseren wunderschönen Hybriden-Rex hier hinstellen will, kann ich das schon machen. Ist halt dann blöd. Graben wir mal den kleinen Fluss hier nochmal zu. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich hier meine Insel voll verschandel und nie wieder in einen schönen Zustand bringe. Aber gut. Leider kann man da keine Schrift wegmachen. Wirklich nicht?
Hey, Juck. Young Grave Digger. Dankeschön für die Bits. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Fallen die jetzt noch ins Glas oder habe ich schon wieder verpasst, wie die ins Glas fallen? Ach, Mann. Immer verpasse ich die Glasanimation. Schade. Okay. Also. Und ich kann die wirklich quasi so einen halben Block nur verschieben, oder? Das stimmt. Ja, das ist ein halber Block. Ich kann die halbe Blöcke verschieben. Das ist gut. Die kommt noch. Echt? Zu spät noch? Weiß nicht, das dauert jetzt schon sehr lange, bis die kommt, oder? Eigentlich kommt die doch nicht ganz so spät, dachte ich. Naja. Also gut, ich kann die quasi um einen halben Block verschieben. Das heißt, dass ich drei Blöcke in der Mitte freilasse. Und ich glaube, die drei Blöcke haben wir quasi genau hier. Das heißt, dass hier dann die Treppen links und rechts davon kommen würden. Oder ist es schon zu voll? Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Wir machen unsere eigene Glasanimation. Ja. Hurra! Ah, da kommen leider immer nur so wenig. Ach, guck mal. Ich glaube, das ist ein dickes 500 Show Love Bits Herz, das da in die Tasse gefallen ist und nicht 500 Bits. Kann das sein? Vielleicht. Das könnte sein. So, dann kommt später dann hier eine Treppe hin und hier eine Treppe hin. Aber wenn ich vorm Eingang, sagen wir, zwei Felder freilassen will, 1, 2, dann muss das Ganze noch so krass erweitert werden, dass sich das wahrscheinlich über meine ganze Insel letztendlich zieht. Oder zumindest die halbe. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Aber auf jeden Fall, damit der T-Rex da oben stehen kann, müssen wir noch 1, 2, 3, 4 Felder dazu planen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na dann. Ich muss echt mit den Skeletten, die ich so sammle, ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht kann man da echt witzige Dinosaurier draus machen. Man kann bestimmt schöne, so Cat-Dog-artige Dinosaurier machen, die vorne und hinten Köpfe haben, die dann schön ineinander übergehen. Da komm mal her, mein wunderschöner Mutant. Schauen wir mal. Nee, warte mal, der T-Rex-Schädel. Das habe ich befürchtet. Das ist jetzt nämlich voll blöd, weil den kann ich jetzt nicht so ohne weiteres hier rüberschieben. Ah. Twitch ist manchmal komisch. Ja, manchmal ist alles komisch. YouTube ist auch manchmal sehr komisch. Da passieren auch manchmal Sachen, die ich nicht verstehe. Okay. Nur ein halbes Fältchen. Viel zu eng, oder? Das geht viel zu nah ans Museum. Aber das passt auch hier noch nicht zusammen. Da. Ist trotzdem ein bisschen eng, wenn ich mir vorstelle, dass hier der Museumseingang ist, ist da echt nicht mehr viel Platz davor. Aber es sind eigentlich zwei Blöcke. Sieht aber ein bisschen eng aus, oder? Könnte man fast noch ein bisschen weiter nach vorn schieben.
Bin mir auch nicht ganz sicher. Naja, jetzt erstmal so lassen, dass wenn das Museum morgen fertig ist, kann man dann immer noch vorne eine Reihe dazufügen und das Ganze ein bisschen verschieben. Das ist ja nicht das Problem eigentlich. Ach Quatsch, was mache ich denn? Nicht dazu schaufeln eine Reihe, sondern eine Reihe wegschaufeln müssen wir hier. Kann ich das da vorne abrunden? Will ich das da vorne abrunden? Vielleicht will ich das. Geht aber nicht, weil da was draufsteht. Okay, ist okay. Na schön. Das wäre das. Und hier würden dann die Treppen hinkommen. Die Treppen sind wie lang gleich nochmal? 1, 2, 3, 4. 4 oder 5 oder so. 4 oder 5. 1, 2, 3, 4. Oh ja, das wird passen. Das wäre cool sogar. Und dann links und rechts davon Wasserfälle. Ich bin mir immer nur echt nicht sicher, ob ich den Wasserfall hier will, quasi, dass der auf Höhe der Treppe runtergeht, oder ob das Podest bis nach vorne gehen soll und der Wasserfall da losgeht, wo die Treppe losgeht und nicht, wo sie endet. Oder andersrum. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht. Das sich im Stream-Overlay hinzuschieben ist schwierig. Was meinst du denn? Was wohin schieben? Wie ein richtiger Dorfkind nimmt Nansgut Birdrider die Masse ab. Und ja, mein Sitz ist kaputt. Was? Was? Ich meinte sowas wie die Donation Goals. Du meinst grundsätzlich Sachen zu verschieben einfach hier so. Es geht eigentlich. Du musst nur direkt klick einfach gleich oben ins Bild. Und wenn es markiert ist, kannst du es rumschieben, wie du willst. Das ist eigentlich nicht so tragisch. Außer wenn man es jetzt genau mittig haben will oder so. Das ist immer schwierig. Da muss man ein bisschen rumtüfteln, dass man das ausmessen kann. Na gut, hier müssen Treppen hin quasi. Die Treppe muss jetzt echt weg. Ich wollte doch schauen, wie das ist mit Treppen abreißen und so weiter. Ah, das schöne Geld, das in diese Treppe geflossen ist. Das ist schade drum. Ach, nicht ins Museum. Nein! Durch die falsche Tür gegangen. Das Gemeindezentrum würde ich dann eigentlich auch gern verschieben. Das hätte ich gern hier im Zentrum von der kleinen Startinsel hier quasi. Da müssen meine ganzen Obstbäume weg. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um das Museumsprojekt. Ich bin immer jemand, der fängt gern 100 Sachen gleichzeitig an und beendet keine einzige davon. Deswegen immer aufs Ziel konzentrieren. Eins nach dem anderen. Jetzt muss erstmal eine Treppe abgerissen werden. Manchmal ist das, was ich schreibe, einfach Verwirrung pur. Es ist schon so spät. Ja, das stimmt. Kein Problem. Ich kann ja nicht mal mehr richtig reden. Dann musst du auch nicht mehr richtig schreiben können. Infrastruktur. Brücken und Aufgänge. Etwas abreißen. Huch, du willst etwas Gebautes auf der Insel entfernen? Puh, naja. Irgendwie verständlich. Platz ist eben rar auf so einem gemütlichen Fleck Erde. Der Abriss deiner Brücke oder deines Aufgangs ist mit einer Gebühr von 10.000. Das ist schon echt gemein, oder? Ich habe 200.000 dafür bezahlt, das zu bauen. Und jetzt soll ich nochmal 10.000, um das zu entfernen, zahlen. Und warum kann man es eigentlich nicht verschieben? Ah, nein, ich habe Angst.
Kleiner Sinneswandel, wie? Vielleicht kann man es doch irgendwie verschieben. Ich schau mal, ob das vielleicht doch noch geht. Also, Infrastruktur. Position ändern, aber ich glaube, das geht nur für die Gebäude, oder? Ach so, pardon, aber mit dem Umzug des Museums habe ich derzeit alle Pfoten voll zu tun. Okay, morgen ist die Sache abgeschlossen. Na gut, nochmal Infrastruktur. Das ist nicht so leicht hier. Das ist wirklich, das Spiel ist nicht so wie Minecraft, dass man einfach schnell was umbaut und hier bam und zack und fertig. Sondern hier dauert alles. Das ist fast schon realistisch, was man hier alles an bürokratischen Hindernissen überwinden muss, damit man hier eine schöne Museumsinsel gestalten kann. Also, Brücken und Aufgang. Ich möchte einen Aufgang bauen. Bei der ist dann... Ach so, den müsste ich noch abbezahlen vorher. Ach, verdammt. Naja, Backsteintreppe. Eine Backsteintreppe. Ja, und ob. War zügig. Mir fehlt nur noch der passende Platz. Gut. Und was haben wir heute so gemacht? Und Landscape Birder, du spielst Minecraft. Hab noch nie ein Gameplay davon bei dir gesehen. Echt nicht? Such mal auf meinem Kanal. Da gibt es sogar sehr viele Minecraft-Videos. Ich habe da schon viele Sachen gemacht. Ich habe mal angefangen, Kakariko nachzubauen. Ich habe angefangen, aber nichts davon beendet, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe angefangen, das Schloss Hyrule Castle nachzubauen auf Zakorak Server. Stimmt, ich habe mir auf Zakorak Server ein kleines Bauernhäuschen gebaut. Das ist sogar fertig geworden. Und mehr. Ich habe ziemlich viele Minecraft-Videos. Ich habe auch mal ein paar Mods vorgestellt oder zumindest mit Mod ein bisschen gespielt. Nein. Mal sehen, wie das dann aussieht. So wird das dann aussehen. Und gegenüber davon auch nochmal. Und man könnte die theoretisch aber doppelt machen jetzt. Jetzt könnte ich die hier doppelt so breit machen, wenn ich will. Und dann links und rechts vom Museum ganz viel Irrenzeug aufstellen und dekorieren. Ich glaube, das machen wir. Genauso oder eins weiter hinten. Ich würde sagen genauso, weil die nächste Treppe kann ja quasi erst losgehen, wenn der T-Rex aufhört. Das sollte nicht zu viel Platz sein. Dann lieber oben. Ist es okay. Wir machen das jetzt einfach so, okay? Bin so unsicher, aber ja, wir machen das jetzt. Das ist so ziemlich mittig. Aber was ist, wenn ich den T-Rex jetzt doch nochmal eins nach vorn verschiebe? Weil ich dann doch der Platz zum Museum zu gering wird vielleicht. Was dann? Guck mal ein Let's Play von dir in Minecraft an und krieg direkt einen Lachflash. Warum? Wegen was denn? Was habe ich wieder gemacht? Wahrscheinlich, weil ich mich wieder doof angestellt habe. Nochmal überlegen. Das muss ich gut planen mit dieser Treppe. Da muss ich erstmal kurz testen, ob ich... Die Glocken. Die Animal Crossing Glocken. Es ist 23 Uhr, Leute. Der Stream ist beendet. Jetzt gibt's Ofenkäse für mich. Aber vorher muss ich noch ganz kurz testen, ob ich hier einen Weg pflastern kann. Ja, das geht. Okay. Also den Weg werde ich vor Museum nicht machen, sondern schon was Prächtigeres. Aber theoretisch kann ich hier noch einen doppelten Weg sogar machen. Dann ist das genug Platz vor Museum, würde ich sagen. Ich glaube schon, dann machen wir das so. Dann platziere ich jetzt doch noch die Treppenbaustelle hier unten. Und dann ist das eingeloggt und fertig. Ich möchte diese Antwort hier einloggen. Schauen wir es uns nochmal kurz an. Okay. Wir machen das. Okay, dann hoffe ich, dass ich euch in ein paar Wochen hier eine eindrucksvolle, wunderschöne Museums-Dingens präsentieren kann. Das Haus hier muss auch dringend weg.
Aber erst muss das Museum. Ich kann nur eins nach dem anderen machen. Na schön, Leute. Dann machen wir Schluss für heute. Schön war's. Hat mich gefreut. Viele interessante Dreams-Spiele haben wir gespielt. Viele interessante Bauprojekte in Animal Crossing habe ich jetzt geplant, die Stunden in Anspruch nehmen werden. Zeit, die ich gar nicht habe. Aber das kriegen wir schon hin. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schlaft gut. Tschüss.